Sie möchten doch auch gesund älter werden. Und viele von uns haben Angst, Angst vor Krebs. Doch Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt unterschiedliche Krebsarten. Und die gute Nachricht ist, Darmkrebs kann man tatsächlich vorsorgen. Denn Darmkrebs entsteht aus Vorstufen, sogenannten Polypen. Und wenn diese rechtzeitig entfernt werden, dann hat Darmkrebs bei Ihnen keine Chance. Eine Möglichkeit, Darmkrebs frühzeitig zu entdecken, ist der Stuhltest auf nicht sichtbares Blut im Stuhl. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen diesen Test ab dem 50. Lebensjahr. Sie können ein Testkit bei Ihrem Arzt abholen, nehmen es nach Hause, führen diesen Test ganz bequem zu Hause durch und bringen ihn einige Tage später zu Ihrem Arzt zurück. Das Ergebnis wird in einem Labor ausgewertet und nach einigen Tagen können Sie es bei Ihrem Arzt abfragen. Wenn der Test positiv ist, haben Sie bitte keine Angst, zu einer Darmspiegelung zu gehen. Es gibt auch andere Ursachen für ein positives Testergebnis. Wenn der Test negativ ist, wiederholen Sie ihn bitte nach einem Jahr. Und nach dem 55. Geburtstag denken Sie bitte über eine Darmspiegelung nach. Denn eine Darmspiegelung erkennt auch kleinere Vorstufen und diese können gleich mit entfernt werden. Nehmen Sie sich die Zeit. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen Sie sich beraten. Das ist Ihre persönliche Chance gegen Darmkrebs.